Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lost in Random. Wir erinnern uns, wir waren das letzte Mal im Tal der Würfel, wo wir unseren kleinen neuen Begleiter Dicey gefunden haben. Ich habe so ein bisschen mit meinem Freund darüber gesprochen und so gesagt, ja, ich habe jetzt einen Würfel, mit dem kann ich würfeln, logischerweise, und ich bekomme irgendwie ständig nur Einser und kann deswegen nur meine Einserkarten spielen. Und er so, ja, das ist normal, denn du bist ja auch ein Einser und du musst erst die anderen höheren Bereiche quasi abschließen, damit du auch mal eine 2 oder eine 3 oder eine 4 oder eine 5 würfeln kannst. Und ich habe mich schon die ganze Zeit so gewundert, warum ich immer nur eine scheiß 1 würfel. Aber hier haben wir die Antwort. Wie dem auch sei, wir steigen direkt rein. Und dafür mache ich mich minimal kleiner und auf die linke Seite. So, das dürfte passen. Gut. Genau, wir waren in diesem Würfelparadies. Ach, ihn verstehst du jetzt nicht, aber Dicey konntest du die ganze Zeit ohne Probleme verstehen. Cool, noch ein lebendiger Würfel. Boah, kein Grund, unfreundlich zu werden. Okay, du liebst definitiv. Machen wir mal das. Was ist mit den anderen Würfeln hier? Schlafen die anderen Würfel hier? Was mit denen ist? Er wartet auf seinen eigenen Würfelspieler? Oh, ist das so deren Sinn des Lebens von Würfel? Einen Würfelspieler zu finden, um mit ihm dann Abenteuer zu bestreiten? Ganz ruhig. Was ist dir passiert? Autsch. Dir auch einen schönen Tag, Idiot. Also ich bezweifle ja sehr, dass er irgendwie unhöflich ist oder so. Deswegen bleiben wir auch mal auf der höflichen Seite. Du hast seit Jahrzehnten niemanden wie mich gesehen. Du bewegst dich nicht, bis der richtige Würfelspieler kommt. Viel Glück bei der Suche nach deinem Würfelspieler, Herr Würfelmann. Holen wir mal das erste. Ich schätze, ich bin jetzt eine Würfelspielerin. Kann ich helfen? Okay, ich hab's kapiert. Ich bin es nicht. Ich bin vielleicht nicht deine Würfelspielerin, aber ich kann trotzdem helfen. Ja, machen wir das. Mal sehen, ob er unsere Hilfe möchte. Ja, ich hoffe, eines Tages kommt auch jemand zu dir. Kein Wunder, dass du so deprimiert und mürrisch bist. Nein, wir bleiben grusig. Pass auf dich auf. Ich glaube, wir könnten im Moment beide etwas Glück gebrauchen. Ja, das sowieso. Nicht mehr in Einzelheiten. Erkunde die Ruinen. Okay. Dann setzen wir unsere Reise fort. Ready, Dicey? I'm choosing to take that as a yes. Okay, ich glaube, die werden jetzt etwas schwieriger. Ich versuche dennoch mein Bestes. Ah ja. Ah, ich muss zu dieser... Oh shit. Zu diesen Würfeln, damit ich ein bisschen Energie auflade. Und somit auch würfeln kann. Gut, diese Einserkarte, die kann ich ja spielen, das ist ja kein Problem. Haben wir den in Stücke gehauen?
Hier bekommen wir noch mehr. Sehr schön. Seht ihr? Jetzt haben wir eine Karte bekommen, wo wir mindestens eine 2 würfeln müssen, um sie ausspielen zu können. Aber das ist ja momentan leider nicht möglich. Deswegen... Oh, mein Aim war auch schon mal besser. Deswegen müssen wir uns da leider etwas gedulden müssen. Jetzt würfeln wir erneut. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wann der beste Augenblick ist zu würfeln. Erst wenn ich meine Waffe quasi kaputt gemacht habe oder erst oder auch schon mal so zwischendurch. I don't know. Wir holen auf jeden Fall das hier. Ja, das können wir uns leisten. Das können wir auch noch dazu holen. Sehr schön. Und die anderen sind leider useless. Oh. Shit. Ah, let's go. Okay, wir laufen schnell dorthin. Ich müsste echt besser zielen können. Vielleicht im nächsten Leben. So. Sehr gut. Jetzt würfeln wir. Moment. Wir holen uns auf jeden Fall dieses Schwert. Ich finde das nämlich super stark. Ja. Ein bescheidenes Lebenselixier. Ah, okay. Oh Mann, ey. Ich sollte vielleicht auch mal lesen, was da oben steht, um zu checken, ob ich das überhaupt brauche. Also hiermit könnte ich mich ein bisschen heilen. Dann holen wir das mal. Es war jetzt nicht so wichtig. Aber ich schätze mal, es ist besser als nichts. Wir zerstören mal diesen kleinen. Und was wir in Videospielen öfter mal lernen, ist es, immer zuerst die kleinen Ads zu zerstören. Bevor man sich an die großen ranmacht. Damit die nicht so stören. Eine 2? Mein Freund hat auch gesagt, ich kann keine 2 würfeln, ehe ich nicht den 2er-Distrikt. Na gut. Machen wir sie glatt. Okay, wir würfeln erneut. Wieder eine 2, wow. Was steht hier? Beschwöre eine Bombe. Schieße auf sie oder schlage sie, um sie zu aktivieren. Geh in Deckung. Oh, das klingt so, als ob ich mich damit selbst wegbomben könnte. Gehen wir mal weiter. Der Geist von Einsfällen. Einsfelden verwandelt die Schleuder in einen Bogen und 10 Pfeile. Okay, also ich habe die Wahl zwischen mich selbst in die Luft jagen und mein schlechtes Aim irgendwie noch mehr zur Schau zu stellen. Ich glaube, ich wähle tatsächlich lieber das. Okay. Habe ich es geschafft? Nice! 50 Münzen. Währung für den Kartenladen von Moneydex. Okay. Also ich werde scheinbar irgendwann einen Kartenladen gehen können und mir da wohl viel bessere Karten kaufen können. Ich meine, klar, wir sind ganz am Anfang des Spiels. Natürlich wird das jetzt nicht schon das Beste sein, was ich bekommen kann. Wir haben schon 100. Sehr schön, obwohl das höchstwahrscheinlich nichts ist. Okay. These Colossi were indeed colossal. Things were looking grim. Oh oh, okay, unser erster Bosskampf, I guess. Der antike Turm. Würfel Energie aus der Reichweite. Denke daran, dass du Dicey losschicken kannst, indem du das gewünschte Ziel anvisierst und dann R drückst. Okay, und wie anvisiere ich noch? Irgendwie voll vergessen. Aber egal, wir kriegen das schon hin. Well, I know it's always disappointing when what you thought was a novel turns out to be a very short story. All I can do is apologize. Okay, sehr schön. Dann würfeln wir mal. Eine 2. Die unten
kostbare und manchmal großzügige Würfeldimension gibt Even einen Kartendruck. Okay. Holen wir das. Und dann holen wir noch das hier. Dann sprengen wir ihn. Okay, das hat's gebracht. Aber, jetzt ist er betäubt, aber ich habe leider kein Schwert oder so. Oh, oh shit. Oh, der macht Schaden. Da unten. Da oben. Oh, mein Aim. Und meine Reaktionszeit. Okay, hier. Da. So, also wie? Er sammelt alles ein. Sehr schön. Jetzt würfeln wir. Eine 2. Jetzt bekommen wir irgendwie ständig 2er. Ganz ehrlich, das hier lohnt sich, denke ich, schon. Gut, das können wir dann nicht. Oh ja, das macht gut Schaden. Oh, hol die Energie. Okay, okay, wir werden immer besser. So langsam kriege ich den Bogen raus. Wir würfeln erneut. Oh, nur noch das? Das war's? Dammit. Okay, hat er noch irgendwo Energie? Ich glaube nicht. Ich möchte gerne diese, das Ding ausnutzen, wenn er eben gestoppt ist, weil ich gerade am Würfeln bin. Weil ich wusste nicht, wo ich hinschießen soll. Hopp. Push. Sammel das ein. Okay, okay. So, da unten. Sammel mehr ein. Hier oben. Noch ein bisschen mehr. Jetzt würfeln wir. Okay, also ich hätte liebend gerne das Schwert. Und wie es aussieht, haben wir auch keine andere Wahl. Oh. Oder wir füllen unsere Energie auf. Also unsere Gesundheit. Ich möchte ihm eigentlich jetzt noch nicht zu nahe kommen. Ich weiß nicht, ob mir das so viel bringt. Egal, wir probieren es einfach mal. Okay, sehr schön. Ist nicht allzu schwer, ihm auszuweichen. Oh, okay. Das war nicht so gut. Weg, weg, weg. Okay. Let's go. Weiter, weiter, weiter. Ach, shit. Wir haben ihn fast. Noch ein paar Schläge. Nur noch ein Hit. Okay, 2 Hits. Nice. Unser erster Boss. Ehrlich? Richtig cool. Und was kriegen wir als Belohnung? Segen des Würfelspielers. Durch den Segen der alten Würfelspieler werden die Kosten jeder Karte in Evens Hand um ein Kartentoken verringert. Das ist huge, oder? Das ist richtig gut. Cool, freut mich. Alright, I see. You're quite something. Du bist etwas ganz Besonderes. Aria. Kurzer Moment. Ich war nur so ein Stück. Gut, das hat mich schon die ganze Zeit getriggert. So. Was ich hier mache? Ich suche meine Schwester. Ich bin auf einer Mission. Ich will Rache. Also ich persönlich bin ja noch nicht so davon überzeugt, ob die Königin tatsächlich so böse ist. Deswegen suchen wir erstmal meine Schwester und wollen der ganzen Sache auf den Grund gehen. Sie wurde von einer bösen Königin entführt. Sie hat einen bösen Wurf vermasselt und wurde nach Sexprobia geschickt. Machen wir das?
Das kannst du laut sagen, aber ich habe ein paar Fragen. Ich habe ein paar Fragen. Okay, ich werde ihn ja eh nicht verstehen können. Wie kommt das alles aus deinem Kopf, Daisy? Also was ist das hier für ein Ort? Was hatte es mit diesen Huckepack-Rittern auf sich? Sieht so aus, als würden dir einige Punkte fehlen. Ah, okay. Also ich dachte, es wäre halt nur sein Auge und er kann ja nicht überall Augen haben. Aber wenn wir diese ganzen Würfel füllen könnten? Mit seinen Augen wäre das schon krass. Wie war nochmal dein richtiger Name? Okay, wir sollten los. Aber ich bin mir sicher, ich will jetzt irgendwas an. Der brabbelt was, was ich nicht verstehen kann. Und dann könnten wir das auch nicht skippen. Schniff, Stimme, bam, bam, pada. Tut mir leid, dass ich dir das sagen musste. Wir müssen also erst einmal Punkte finden. Okay, okay. Falls wir auf irgendwelche Punkte stoßen, gehören sie dir, versprochen. Wir finden sicher irgendwo einen Würfelreparateur. Sehen wir das? Bibi, papapap. Gerne, wir sind schließlich ein Team, oder? Hopp, hopp. Gemeinsam schaffen wir alles. Und wenn sich uns jemand in den Weg stellt, zeigen wir es ihm. So wie gerade eben. Das war ja wohl ein Kinderspiel. Wie kommt das alles? Ah ja, okay. Ich möchte alles wissen, Leute. Denn ihre Antworten, die verraten ja schon ein bisschen, was er gesagt haben könnte. Von daher passt das. Uff, davon bekommst du sicher Kopfschmerzen. Wow, du musst innen total geräumig sein. Ist natürlich die Frage, versteht er genauso viel von dem, was ich rede, wie ich ihn verstehe? Was ist das für ein Ort? Das Tal der Würfel? Ich dachte, der Würfel der Königin wäre der einzige. Persönliche Würfel? Wie mein extrem mächtiges Haus. Ich habe Märchen über Würfel und Würfelspieler gehört, aber ich hielt sie, naja, für Märchen. Vielleicht haben wir uns füreinander entschieden, ohne es zu wissen. Was hatte es mit diesen Huckepack-Rittern auf sich? Fragen wir das als nächstes. Oh. So sieht das also aus, wenn du wurfbereit bist. Gut zu wissen, dass du nichts dagegen hast. Sobald wir ein Höllenfeuer brauchen, lass ich es nicht wissen. Ja, ihr wart alle irgendwie... Wow, und die Roboter waren irgendwie... Boom. Ich habe mich noch nie so unaufhaltsam gefühlt. Also ich muss euch sagen, ich finde das Kampfsystem richtig cool. Also mir hat es bisher sehr gefallen. Ich habe es nicht ganz durchblickt am Anfang, aber jetzt bin ich, denke ich mal, ziemlich gut drin. Und ich freue mich schon auf weitere Kämpfe. So, wie war nochmal dein richtiger Name? Okay, das werde ich mir nicht merken können. Ja, das kann ich nicht aussprechen. Gibt es eine Kurzform für die, die kein Würfelisch sprechen? Didi. Super, dann wird es wohl Daisy. Perfekt, ich hatte ein gutes Gefühl bei Daisy. Okay, wir sollten los. Hey Leute, ich habe noch nie so lange mit einem Würfel gesprochen. Ja, wir beide bringen random den Zufall zurück. Danke, Daisy. Ich hoffe nur, Ort lebt noch. Das muss sie einfach. Wir werden sie finden. Ah, stimmt. Da uns ja ein Geist hierher gelockt hat, ist es natürlich auch irgendwo naheliegend, dass sie eventuell gar nicht mehr lebt, ne? Aber wir hoffen das Beste. Da wollen wir mal sehen, was Random so zu bieten hat. Alles klar? Alles klar. Ich glaube immer noch, dass wir vielleicht eventuell gegen unsere Schwester antreten müssen. Früher oder später. Even in Dicey finally had a moment to catch their breath. Take a breather and... Dicey! Wait!
Wo läuft er hin? Never mind. Ich liebe übrigens die Synchro. Aus dem Staub gemacht. Diesen Erfolg habe ich gerade freigeschaltet. Oha! Schick. Ist das eine Würfelverkleidung? Mit nur 6ern überall. Das sieht ein bisschen dämlich aus. Ich fühle mich so wie in meinem Traum oder meinen Träumen, die ich ja bisher schon einige Male hatte. Und das ist der Geist. Ui! Und schon ist er weg. Meine Heimat? Mein Dorf? Die Einserstadt? Oh je. Sehr beunruhigend. Wo ist der Geist denn? Von ihm ist keine Spur. Ganz viel Müll. Wer spricht da? Oh je, Leute. War das nicht ein kleiner Junge? Mit dem haben wir doch gesprochen. Dreckige Einsare. Oh. Hä? Ihr seid doch auch welche, oder nicht? Okay, also es herrscht eine rege Diskriminierung. Das sind wohl alles Kinder, die Glück hatten, etwas, ja, wie soll ich sagen, Höheres zu würfeln als eine Eins. Und man, es wird natürlich nach unten getreten und auf die armen Einser aufgespuckt und schlecht geredet. Look at the dirty trash, Cyclops. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! What is going on here? The other kids, they said I was a filthy oneer. She is. She's not a sixer, like us. Oh, the dice doesn't lie, children. Yeah, but she was just lucky. She's a oneer. You can smell it on her. Oh, you think you're smarter than the black dice? It's big to Ärger. I mean, no. Oh, so now you're saying she is a sixer after all. So you've lied to me either way. I mean... Lying should be punished, Odd. Don't you agree? You don't have to. I was just... Now, there's no room for pity. Either everything's fair or nothing is. Okay. Also das hat uns scheinbar Einblick gewährt, wie unsere Schwester momentan lebt. Es ist nicht verwunderlich. Wanda, off to the garbage for you. I'm not garbage. Well, agree to disagree, love. What's this? A lunchbox? A living lunchbox. Monster! I'm gonna tell the mayor! We're here.
see where here is, Dicey. Okay. Ich möchte den ungern dazwischen reden, deswegen habe ich sie erstmal aussprechen gelassen. Jedenfalls, es ist natürlich nicht verwunderlich, dass unsere Schwester nicht direkt von den Sechsern irgendwie angenommen wird, sondern dass man ihr immer noch unterstellt, sie wäre eine Einserin, obwohl der Würfel etwas ganz anderes sagt. Besonders, weil sie noch ihre alte Kleidung zu tragen schien. Aber obwohl der Typ sie so gemobbt und so fertig gemacht hat, wollte sie dennoch nicht, dass man ihm irgendwie wehtut oder bestraft, was schon mal sehr für ihren tollen Charakter spricht. Und so haben wir einen Einblick erhalten, wie es ihr geht, und das ist, ja, ehrlich gesagt nicht sonderlich toll, würde ich behaupten. Call it a hint that a new friend Dicey would be able to open that door for her. All it would take would be a roll or two. Oh, okay, also wir müssen eine 2 würfeln, damit er uns die Tür öffnen kann. Let's go! Wow, das war doch gleich. Nice. Aber höher als eine 2 haben wir bisher nicht gewürfelt. Look, it's that ghost again. Yes, I was just going to say that. But what did it want? Der Erzähler, nice. Dann laufen wir mal weiter den Geist hinterher. Did you hear? The new moon is finished. It is wonderful to finally look up at the sky at night and see two perfect moons. Diese Kreaturen hier, die sehen so cool aus. Mein Gott, ich krieg so Tim Burton-Vibes überall einfach nur. When it comes to the new moon, I'm of two minds. And they both love it. Hey, cool. Dann huldige mal weiter deinem Mond. Und den haben wir hier. Ah, wir sind jetzt in der Zweierstadt. Hat er überhaupt Englisch gesprochen? Das klang jetzt nicht unbedingt nach Englisch, oder ich war jetzt nicht fähig, das zu verstehen. Auf jeden Fall immer noch ziemlich cool. Oh. Springen wir runter. It's a beautiful day, my favorite kind. Any second now. Any. Oh, curse it too. Though I suppose you can't have the sweet without the sour. Attention to town. Now hear this. The queen is wrong. Her will is now manifest. Long may she reign. Random rules. Oh, a 2! What a delightful! Way to make a perfectly awful day even worse. Another dreary day, everyone. Just muddle through this horrid life until death finally claims us. Ich glaube, er braucht Therapie. Holy shit. Okay, aber dass die Königin hier eine 2 würfelt, ist doch nicht verwunderlich, oder? Was ist das hier? Oh, nice. 10 Münzen. Oh mein Gott. Ich erinnere mich. Mein Freund sagte mir, es gibt hier überall diese Krüge, die ich kaputt schießen kann. Und die mir eben Münzen gewähren. Und ich habe bestimmt schon so viele übersehen, weil ich einfach nicht drauf geachtet habe. Dammit. Egal.
Hier geht's zur Zweibahnstraße, Händlerstraße und Zweistadtplatz. Okay. Wir brauchen ganz viel Kohle. Siehst du das Ding? You don't belong here. Du hast hier nichts verloren. Siehst du etwa auch auf mich herab? Obwohl wir doch so ähnlich sind. Oi, what are you looking at? Uno Jinx. Was guckst du da? Entschuldigung? Du willst doch nicht wirklich in diesem Ton mit mir sprechen. Genau. Nein, no, I did. We've got enough problems here without strange weirdos wandering around town. Ich bin nicht seltsam. Seltsam zu sein ist doch nicht schlimm. Just keep telling yourself that, kid. And while you're at it, tell yourself that you're not missing anything by having just one personality. I seen you when the dice got rolled. You didn't change a bit. That tells us you're not from Two Town. I reckon you're a wanna, and you don't belong here. Okay. Dieses Gespräch war tatsächlich nicht so pleasant. Aber gehen wir weiter. Vergessen nicht unsere Krüge. There were two sides to every story, especially here in Two Town. Where even the residents seem to be of two minds. Ah. Oh, was habe ich denn da? Oh, wow. Cool. Gut, dass das so geleuchtet hat, sonst hätte ich es glatt wieder übersehen. Mein Gott, hier sind so viele Rasen. Oh, ich möchte nochmal zurück. Gucken, was ich sonst so übersehen habe. Hier ist noch so eins. Ey, klau mir nicht meine Münzen. Die gehören ganz alleine mir. So. Ich will nichts übersehen. Kann ich es auch? Nee, geht nicht kaputt. Gehen wir hier in diese Gasse rein, die überhaupt nicht suspekt aussieht. Ich habe Karten zu handeln. Oh, das ist der Kartenhändler. I got cards here, the greatest cards in the land, from my body to your hands. Cool. Moment mal. So wie die Karten, die ich sammle, hat es dein Körper eingeschifft? Das klingt falsch. The very same. Why, I've got the best cards in all of Two Town. Only for the most discerning of customers. Oh, I can tell you've got an eye for cards. Always terrific to meet another cardosaur. Many decks at your service. Many decks. Okay, ich bin definitiv an Karten interessiert. Naturally! You know, I've often been heard to remark that life is like cards. It's not so much the cards you've got, but how you play them, yeah? Plus, life is also small, cheap, and random, and yet utterly enchanting. All like cards, isn't it? Now listen, since you're a fellow cardosaur, and since business is slow, I'm gonna do you a solid, mate. Old Manidex is gonna give you a lovely binder to hold your cards in, on the house. We'll just need to teach you how to use it. Okay, ich habe jetzt einen Kartenordner erhalten, dein persönlicher Kartenordner. Benutze ihn regelmäßig, um deinen Stapel zu modifizieren und neue Kombinationen auszuprobieren. Jetzt hast du Zugang zum Kartenordner. Drücke Tab, um ihn zu öffnen. Das ist der Kartenordner. Hier kannst du deinen Kartenstapel betrachten und bearbeiten. Okay. Ach so, hier muss ich drücken. Bewege den Cursor über eine Karte deines Stapels oder Inventars, um eine Kartenbeschreibung mit folgenden Elementen einzublenden. Titel, Effektbeschreibung und Kartentyp. Es gibt 5 Kartentypen. Waffe, Schaden, Abwehr, Risiko und Joker. Hatte ich nicht auch Heilkarten oder... In welche Kategorie würden sie da fallen? Vielleicht in Abwehr? Hm.
Warte, das war Heilung. Warte, egal. Wir finden es später raus. Das ist dein Inventar. Hier findest du die Karten, die derzeit nicht in deinem Stapel sind. Das ist dein Stapel. Hier siehst du alle Karten, die du mit in den Kampf nimmst. Wenn nur weniger als 15 Karten in deinem Stapel sind, wird er automatisch mit Karten aus deinem Inventar gefüllt. Ja, also ich muss immer 15 haben. Du besitzt im Augenblick weniger als 15 Karten, aber sobald du 16 oder mehr Karten hast, kannst du deinen Stapel beliebig anpassen. Bist du bereit? Drücke erneut Tab, um den Kartenordner zu verlassen. Okay, ja, wir haben halt wirklich viel, viel weniger Karten. Wir haben nur 6 Stück insgesamt. Ja, genau. Das hier ist dann Abwehr, wie ich vermutet hatte. Mal sehen, ein Joker. Sehr stark. Das passt auch. Waffe, Risiko. Ah, weil wir uns selbst in die Luft springen können. Das ist natürlich risikoreich. Sehr schön. Gut, ich sehe gerade, oh mein Gott, die Zeit, die verfliegt wie im Flug. Ich nehme schon 36 Minuten auf. Wir kaufen uns nur noch schicke Karten. Und dann now, passt's. What with that shiny new binder with all those blank pages in it? You're probably in the market for some new cards, eh? Well, good news! Yeah. It just so happens I've got the greatest cards in the land from my body to your hands. Hat lange Arme. Holy shit. Die Preise sind auch unschlagbar. Ich würde gerne ein paar Karten kaufen. Wo bekommst du die Karten her? Sind alle in deiner Familie Geschäfte? Wurdest du so geboren oder hast du dich bewusst dafür entschieden? Wir kaufen erstmal Karten. So, was hat er denn hier? Willkommen, Kartenladen. Im Moment gibt es hier nicht viel zu sehen, aber das lässt sich sofort ändern. Oha, was wollen wir? Der Risiko, Joker oder Schaden? Heißt das, ich kann immer wieder Karten hinzufügen nach einer gewissen Zeit? Also wenn ich irgendwie so einen Fortschritt erzielt habe, etc., komme ich zurück und dann habe ich wieder so diese Auswahl. Tja, Risiko klingt mir sehr risikoreich. Joker oder Schaden? Ich glaube, wir haben gar keine Schadenskarten. Also Joker haben wir 2, wir haben Waffen. Schaden ist irgendwie rar. Hier fügen wir hinzu. Wunderbar, du kannst diese neu freigeschalteten Karten jetzt kaufen. Siehst du den Münzenzähler auf der rechten Seite? Hier das? Jede im Laden ausgegebene Münze füllt den Zähler. Ach so, nee, dann habe ich ihn nicht gesehen. Was? Wo ist er? Ach, hier das? Vielleicht? Das Ding? Ist er voll, kannst du einen neuen Kartensatz auswählen, um ihn deiner Sammlung hinzuzufügen. Je mehr Karten du kaufst, desto mehr Karten sind verfügbar. Ah, okay, nee, dann habe ich mich geirrt. Es ist nicht je nachdem, was für einen Fortschritt ich erziele, sondern je nachdem, wie viele Karten ich gekauft habe, dass eben neue hinzugefügt werden. Für treue Kunden gibt es im Laden etwas ganz Besonderes. Schalte Karten frei und finde heraus, was es ist. Hey, cool. Wow, das hier ist sehr teuer. Mal sehen, was haben wir denn dazu bekommen? Hier. Dicey verwandelt sich in eine tickende Bombe. Er explodiert nach 9 Sekunden. Okay, das klingt interessant. Was haben wir hier? Wie können wir uns denn leisten? Also das hier, mal sehen. Also das beides zusammen dürfte nicht hinhauen, oder? Plus 100, 145, nee, das sind 300, ach egal, ich rechne jetzt nicht. Ach ja, warte mal, 200, das sind 250.
50 plus 60 sind 310. 310 Münzen bräuchte ich, wenn ich jetzt die beiden kaufen wollen würde. Aber ich habe mich hier jetzt nicht blamiert. Egal. Blitzeingriff. Weicht Even mit ihrem Blinzeln durch Gegner aus? Erleiden diese Schaden, dieser Effekt hält 30 Sekunden lang an. Ah, okay. Aber da müsste ich ja schon darauf spielen, dass ich eben fast von denen getroffen werde. Das klingt risikoreich, auf jeden Fall. Was ist hier? Beschwöre eine Uhr, die Gegner verlangsamt, die in ihrem Teil der Würfeldimension gefangen sind. Okay, beschwöre einen dämonischen Ikosite, der jedem Wesen in seiner Nähe Schaden zufügt und vor allem abprallt, was er trifft. Das klingt sick. Wir holen uns das. Ordnung, Name. Karte kaufen zurück. Okay, mehr können wir uns leider nicht leisten, aber die anderen beiden, oder die, die ich generell noch nicht habe, würde ich mir dann zu einem anderen Zeitpunkt holen. Oi, oi, Maddie Dex hier, Card Enthusiast. Oi, oi, Maddie Dex hier, Card Enthusiast and Living Store at your service. Okay, wunderbar, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir heute doch viel geschafft. Dieses Spiel macht wahnsinnig viel Spaß. Ich bin sehr froh, es entdeckt zu haben. Und ich hoffe, euch macht es mindestens genauso viel Spaß, dazu zu schauen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, liked und kommentiert gerne. Was ich in den letzten beiden Videos vergessen habe zu erwähnen, ich streame auch live auf Twitch. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch einen Twitter-Account, wo ich ab und zu Stuff hochlade, etc. Also folgt mir gerne auf meinen Social-Media-Kanälen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bye, bye!